Hallo und herzlich willkommen, liebe Wettfreunde, zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Top Wettscheine made by Wettscheine.net, der Seite im Internet, die euch helfen wird, ein vierstelliges Wettguthaben aufzubauen. Ja, die Überschrift sagte schon voraus, satte Gewinne mit Safeties im Monat März. Der Monat März, der vergangene, war sehr erfolgreich für uns und auch für unsere Kunden. Deswegen veröffentliche ich das Video auch jetzt erst, damit wir den Tag gestern noch abwarten konnten und hier komplett mal öffentlich auch unsere Statistik zeigen, wie der Monat März in diesem Einwettpaket gelaufen ist, welches ihr auf der Seite wettscheine.net buchen könnt. Und am Ende des Videos gibt es auch noch wieder zwei kostenlose Wetttipps hier von mir für die Spiele, die schon heute Nacht stattfinden werden. Kurzer Rückblick auf die kostenlose Statistik, auf die kostenlose Videostatistik. Und da haben wir am Wochenende einige Spiele querbeet getippt aus Nicaragua, aus Weißrussland, auch im weißrussischen Eishockey aktiv gewesen. 8 von 13 Tipps getroffen, Trefferquote von 61,5%, Durchschnittsquote 1,45 Trefferquote. Da waren drei Spiele bei, die komplett richtig analysiert waren und zwei waren es eben nicht. Und deswegen haut das dann schon mal die Trefferquote runter. Aber ich bin da positiv gestimmt, dass wir am Wochenende wieder um die 70% oder mehr erreichen werden, so wie es zuvor auch häufig genug der Fall war. Jetzt zeige ich euch die Statistik. Alle Spiele, die wir getippt haben im März im Wettpaket Safeties. Ihr wisst, es gibt ja mehrere Wettpakete auf der Wettscheine.net-Seite. Hier jetzt nur also von diesem Paket. Da könnt ihr mal alle Spiele quasi sehen, auf die wir gesetzt haben. Insgesamt waren das jetzt, wenn man die gelben Spiele quasi hier dazu rechnet, waren das dann 127 Tipps. Die gelben sind aber aus der Wertung genommen, weil die Spiele abgesagt wurden oder bei der Head-to-Head gekommen ist mit einem Unentschieden und wo es dann das Geld zurückgibt. Die sind dann nicht in die Statistik eingegangen. Also insgesamt waren 103 von diesen 123 Tipps richtig und wir haben eine Trefferquote von 83,74% erzielt und das ist natürlich super. Da sind wir deutlich in der Gewinnzone gelandet. Ja, im Wettpaket Safeties haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir auf jeden Fall so Trefferquote um die 75% erzielen wollen, um dann auch mit diesen Tipps Profit machen zu können. Und da sind wir jetzt über Soll. Das ist sicherlich jetzt keine Referenz für die nächsten Monate. Den Druck wollen wir uns nicht auferlegen, aber es wäre natürlich schön, wenn wir diese Trefferquote in etwa beibehalten können. Und wenn ihr mal genau hinschaut, irgendwo in der Mitte der Tipps, wo dann quasi alle realen Fußballspiele oder die Fußballspiele, so, die wir kennen aus den großen Ligen, die dann abgesagt wurden, danach ist die Trefferquote nicht wirklich abgeflacht. Wir haben einiges aus dem E-Sports dazu genommen, haben auf teils exotischere Ligen gesetzt. Natürlich haben wir vorher die Spiele analysiert. Und auch da gibt es einige Tipps, die man dann auch über die Safeties anwenden kann und die auch dann erfolgsversprechend sind. Genau, wenn ihr da selber mal ins Detail gehen wollt, euch die Spiele nochmal genauer angucken wollt, dann stoppt einfach das Video und guckt euch das Ganze mal an, wie wir so tippen. Ich gehe jetzt weiter. Hier haben wir nochmal quasi eine Grafik, wie der März verlaufen ist. Also stetig quasi Profit gemacht in diesem Monat und ja, schauen wir mal, was der April bringt. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wie kann ich denn überhaupt dabei sein? Dieses Safety-Paket wird nämlich erst in Kürze für alle buchbar sein auf wettscheine.net. Im letzten Video habe ich gesagt, ab dem 1., also ab heute könnt ihr es buchen. Dem ist noch nicht so, denn dieses Paket wird quasi veröffentlicht, wenn wir auch die Handy-App auf den Markt bringen. Und dort ist es so, dass einfach über Android und Apple, über die verschiedenen Stores, dass es da immer ein bisschen länger dauert, wenn man da mal eine App veröffentlichen will. Es muss erst geprüft werden und so weiter. Und sobald die App für euch zum Download verfügbar ist, dann wird auch das Safety-Paket auf der wettscheine.net buchbar sein. Und wenn ihr da Interesse dran habt, dann tut bitte Folgendes. Geht auf wettscheine.net, scrollt ein wenig runter auf der Eröffnungsseite und dort findet ihr diese Task, wo ihr eure E-Mail-Adresse hinterlegen könnt, auf Anmelden klickt und dann werdet ihr von uns per Mail über alles Neue informiert und wenn es dann losgeht, könnt ihr das Paket buchen und könnt dann auch bei diesem erfolgreichen Wettpaket mit dabei sein.
Und natürlich erwarte ich auch voller Spannung die Handy-App, die wird ein super Design haben. Dort habt ihr dann alle Tipps übersichtlich auf euer Handy als unsere Kunden und das wird eine super Sache werden. Jetzt kommen wir zu den Tipps. Finden heute Nacht quasi statt in Nicaragua. Heute 0 Uhr das erste Spiel. Das ist das Spiel zwischen Octoal und Xalapa. Es ist so, bei diesem Spiel ist es so, dass quasi die Heimmannschaft in der Tabelle eher weiter unten steht als Xalapa. Aber ich habe das schon im letzten Video erzählt, Nicaragua, wenn dort Sachen passieren, dann sind zwei verlässliche Varianten immer dabei. Das Heimteam ist im Vorteil und es fallen wenig Tore. Und das hat uns auch quasi im Wettpaket, wenn wir auf diese Liga gesetzt haben, es ist fast zu 100% immer so eingetreten. Und wenn man sich hier auch mal die Statistik anguckt, das Gastteam ist auch wirklich extremst auswärts schwach, hat da in dieser Saison noch keinen einzigen Dreier landen können auswärts. Und wenn Ocotal die Punkte holt, dann zu Hause. Und deswegen gehe ich hier auf Head-to-Head Deportivo Ocotal und mit zur 1,61 oder die doppelte Chance 1x, denke ich, dass man das zu ganz ordentlichen Quoten gut mitnehmen kann. Das zweite Spiel ist das Spitzenspiel zwischen Managua FC. Ich habe im letzten Video gesagt, quasi der FC Bayern in Nicaragua gegen Real Esteli. Und Real Esteli könnte mit einem Sieg den Platz an der Sonne ergreifen. Tun sie das? Ich glaube nicht, denn Managua unfassbar heimstark. Wenn die mal verlieren, dann auswärts. Zu Hause lassen die quasi gar nichts anbrennen. Und deswegen gehe ich hier auch auf Head-to-Head Managua FC. Beim Unentschieden gibt es das Geld zurück. Das ist quasi die kleine Risikovariante. Aber ich denke, dass man hier die doppelte Chance einzeln oder auch in der Kombi sehr gut anspielen kann zu einer Quote von 1,44. Das waren die Tipps von Bet365. Kommen die Quoten. Willkommensbonus zu diesem tollen Buchmacher gibt es unter dem Video in der Info. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, dass sich der Blick auf die Seite wettscheine.net lohnt. Ihr habt alle Infos von mir quasi erhalten, wann das Safety-Wettpaket auch auf den Markt geht, wann ihr es auch buchen könnt. Tragt euch ruhig schon mal in diese E-Mail-Verteilerliste ein, dann seid ihr dort up to date. Viel Erfolg bei den Spielen. Ich hoffe, dass der April genauso erfolgreich wird für uns und für euch, wie auch der Monat März war. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und dann hören wir uns am Freitag wieder. Macht's gut und ciao.